Ihr Lieben, mach ein kleines Update und zwar Fazit zu meiner Reise nach Deutschland. Ich bin wieder zurück, wie ihr sehen könnt. Ich bin wieder im Stall oder im Gehege. Bin ein bisschen platt. Ich bin 27 Stunden unterwegs gewesen. Das ist für mich sehr lange, weil die eigentliche Reise dauert so nur von der Fahrzeit her, also nur rein fahren. 9 Stunden. Und den Rest hockst du irgendwo. Also das heißt, ich bin ja morgens hier schon früh abgestartet, dann runter zum Hafen, warten auf die Fähre. Fähre Stunde bis San Sebastian, dann warten auf die nächste Fähre. Wieder eine Stunde von San Sebastian nach Teneriffa. Aufenthalt. Ungefähr, ich weiß nicht wie lange, unsere Mangos fallen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall 27 Stunden die ganze Reise, bis ich dann bei meiner Mama war. Ja. Wir haben gleich gefrühstückt und haben den Tag total gut verbracht. Ich wollte aber ein Gesamtfazit bringen und nicht Einzelteile. Also das war super schön, sehr intensiv. Ich habe viele Freunde wieder getroffen oder auch alte Freunde, wo man sich entzweit hatte. Das hat alles super, super gepasst. Dann mit meinem Sohn, der so topfit mit seinen, mit seinem Tee-Ansatz ist. Also da war ich so begeistert. Ja, und alle meine Liebsten wieder getroffen, Freunde, Familie. Und das bis auf so zwei, die ich nicht getroffen habe. Dafür habe ich mich aber mit jemandem getroffen, den ich seit 13 Jahren nicht gesehen habe. Also das war summa summarum perfekt. Ja, auch das, was wir gemacht haben. Ich habe meine Zeit super genossen. Und sehr bewusst auch mit meiner Mama, mit meinem Kind. Und ja, auch mit den anderen. Dann kam die Rückreise, auch wieder 27 Stunden, 9 Stunden schon allein in Zürich Aufenthalt, bis ich dann morgens wieder weitergeflogen bin. Das ist natürlich eine irre lange Zeit. Und jetzt komme ich mal auf die Fluggesellschaft. Ich habe bin geflogen mit der Schweizer Airlines Swiss und zwar von Bremen nach Zürich und von Zürich nach Teneriffa mit Edelweiss. Ich benenne jetzt diese Firma, weil die mich echt vom Hocker gehauen haben. Positiv. Ich werde da wahrscheinlich nochmal ein extra Firmenvideo zu machen, weil das haben die einfach verdient. Ja, auf jeden Fall wurde ich köstlich bewirtet im Flieger, was auch im Preis war. Also unglaublich, habe ich seit Ewigkeiten nicht gehabt. Von Kaffee, Wasser, ein Erfrischungsgetränk, Schokolade, Knabberzeug, Kekse, ein ganzes Frühstück mit Müsli. Also, ich fand das mega. Super tolle Crew und ich war total begeistert. Ja, und ich denke mal, da mache ich noch ein extra Video zu, weil ich einfach total begeistert bin. Und
dann fliege ich natürlich mega gerne mit dieser Fluggesellschaft. Ach so, und weil ich 2 Zürich-Tickets hatte, von Bremen nach Zürich und von Zürich nach Teneriffa, durfte ich mit jedem Ticket 4 Stunden ins Internet. Das heißt, 8 Stunden hätte ich frei gehabt fürs Internet. Also, sorry, aber besser geht's nicht. Ich höre hier Steinschläge. Das passt jetzt gar nicht. Oh, da muss ich mal eben gucken. Ach du heilige Neune, ich schon wieder. Ja, da kriege ich Angst. Okay, also Fazit, es war eine ganz tolle Reise, super Highlights und der Abschluss wurde dann von dieser Fluggesellschaft plus die Fähre von San Sebastian, die kleine Fähre nach Valle Gran Rey, perfekt getoppt. Besser geht's nicht. Und die kleine Fähre von San Sebastian nach Valle Gran Rey, das war die letzte Fähre, die ich bekommen habe. Das war abends um 17.20 Uhr. Da hatte ich auch Wartezeiten in San Sebastian. Die holt echt alles raus, wenn du todmüde bist. Die macht eine Sightseeing-Tour, die ist toll. Ich liebe sie. So, ihr Lieben, es wird dunkel. Ich gehe jetzt nach Hause. Mein erster Abend nach 4 Wochen ist rum. Und es wird schneller dunkel, als ich dachte. Okay, dann würde ich sagen, bis bald, auf Wiedersehen und habt Spaß dabei, das Video zu gucken. Bis bald. Ich muss meine Ohren mal eben woanders hinpacken. Bis bald.